Wahnsinn. Ganz Gladbach jagt die Trikots, ey. Ich glaube, einfach ein bisschen durch die Gegend laufen, gute Laune haben und dann, vielleicht hat man Glück. Der wendet. Das ist krass. Das heißt, beim Fahren guckst du nicht aufs Handy, um WhatsApp-Kanal zu lesen. Sehr lobenswert. Die große Trikotjagd muss rein. Dann in und um Mönchengladbach muss rein. Wir sind den ganzen Tag unterwegs. Bis heute Nachmittag. Hinweise auf unserem WhatsApp-Kanal, also abonnieren und die Glocke schalten. Und wir legen los. Bis gleich. Ne? Die große Borussia-Trikotjagd. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Noch sind wir im Borussia-Park, aber nicht mehr lange. Bis gleich. Wollte ich immer schon mal machen. Jetzt bei der ersten Station im Hintergrund das Münster. Kennen diejenigen, die sich in Mönchengladbach auskennen, natürlich, aber ich weiß nicht, ob ihr es trotzdem findet. So, Hinweis Nummer 1, das verstecke ich jetzt hier irgendwo. Aber wo genau, sage ich natürlich nicht, also mach die Kamera mal weg. Hey, guckt schon, wir müssen auf die falsche Fährte führen. Weißt du was? Ich verstecke das gar nicht. Ich ziehe dem das an. Echt dicke Arme. Dickere als ich. Kannst du mal kurz deine Arme... Aber guck mal, gute Qualität. Reißt nicht. Komm, wir gehen da rein. Komm. So, da haben wir doch schon jemanden. Hallo. Oh Mist, er war der Erste. Moin. Hi. Wie heißt du? Justin. Justin, du hast unser erstes Trikot gefunden. Dabei haben wir den Hinweis erst ganz kurz und knapp vorher gepostet. Bist du uns gefolgt vom Borussia Park aus? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe gedacht, vielleicht die erste Stelle, die Gero war ja mitten in der Stadt. Ja, hat funktioniert. Ah, du hast spekuliert. Reguliert, genau. Cool. Welches möchtest du haben? Heim oder auswärts? Heim. Okay, wie lange bist du schon Borussia-Fan? Seitdem ich geboren bin. Das heißt? 2002. Also, wie wird die nächste Saison mit den Trikots? Ich hoffe, so wie das Trikot, hervorragend. Unser erster Gewinner bei der großen Borussia-Trikotjagd. Ganz außer Atem. Wie heißt du? Justin. Justin, auch ein Justin. Du bist jetzt wirklich die Treppen hochgehetzt? Ja, klar. Und? Nächster Tipp, ne? Ah, okay. Das hat ein anderes Eichhörnchen. Das ist ein Baby. Das Baby hält sich bei Mama auf, wie süß. Hier haben wir noch Michael und Patrick. Die sind an der ersten Station leider ein bisschen zu spät gekommen. Aber ihr habt trotzdem eine ganz gute Taktik gehabt. Was habt ihr gemacht? Ja, wir sind halt früh aufgestanden. Im Hinweis stand ja, dass es morgens beginnt. Dann haben wir überlegt, ja, wo könnte gestartet werden, waren am Bökelberg, Borussia Park abgefahren. Dann haben wir Knippi und die Crew tatsächlich gesehen, wie die gerade ins Auto eingestiegen sind, sind hinterher gefahren. Wir sind extra ein paar Schleichwege gefahren. Habt ihr uns die ganze Zeit wirklich im Blick gehabt? Ja, ja, tatsächlich. Von Anfang an bis. Aber ihr seid nicht verletzt, von daher so ganz die Jagd. Sind wir ja noch human vorgekommen. Nee, wir haben natürlich auf die Verkehrsregeln geachtet. Und das machen wir jetzt auch gleich. Gleich geht es nämlich zur Station Nummer 2 und ich gucke in den Rückspiegel, ob ihr wieder da seid. Guck mal, hier kommen schon die ersten Bestechungsversuche. Was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt zu Fuß weiter oder fahren wir mit dem Auto? Hm.
Ja, ich bin, wie unschwer zu erkennen ist, in der Altstadt, aber das ist noch nicht der Hinweis. Hier ist ja irgendwo Günter Netzers Geburtshaus und Günter Netzer ist Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist Bati Patipi. Und wo gehe ich jetzt hin? Nach links, dum, 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 dum. Nach rechts, dum, 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 dum. Das müsst ihr rausfinden. Bis gleich. Schwenkt mal ganz unauffällig nach da. Guck mal, die haben wir doch schon mal irgendwo gesehen. Leute, ihr seid uns doch wieder gefolgt. Ihr wart doch schon an Station 1 da. Wie habt ihr das denn diesmal gemacht? Diesmal haben wir es wirklich nicht gemacht. Wir sind weitergefahren, sind durch die Stadt gefahren, noch mal ein Stück durch Aiken. Wir hatten im Verdacht, dass ihr am Aikener Markt seid, sind dann aber noch mal in die Stadt gefahren, dann haben wir euch gesehen. Das ist, wir haben ja den Hinweis kaum gepostet. Ihr müsst ja auf unserer Stoßstange gesessen haben. Ich schwöre, beim ersten Mal haben wir euch wirklich verfolgt. Aber beim zweiten Mal war es jetzt wirklich Zufall, dass wir euch gesehen haben. Direkt ausgestiegen. Er ist auch komplett außer Atem. Junge, geil. Die beiden sind komplett außer Atem. So haben wir uns die große Borussia-Trikotjagd vorgestellt. Wunderbar. Ja, Saisonvorbereitung. Ja. Da muss man ins Schwitzen kommen. Auf den dritten Stock hier hin. Wir waren da hinten bei der Bushaltestelle, beim Kino. Und dann kam der Hinweis und ich dachte so, komm, schnell hin. Ja, das. Jetzt fahre ich rechts ran. Ich habe den anderen Wagen vorbereitet. Da steigen wir jetzt ein. Die sprechen sich doch gerade ab in Communities, ey. Guck mal, die denken natürlich nicht, dass wir hier die sehen. Das ist absolut krass. Die, guck mal, die kriegen von irgendwoher Infos, dass wir jetzt hier auftauchen müssen. Das ist doch Wahnsinn. Ganz Gladbach jagt die Trikots, ey. Oh nein, da kommen die Nächsten, aufpassen. Der darf nur 30 fahren. Weh, der fährt schneller. So, von Station 2 zu Nummer 3 hat ein bisschen länger gedauert, weil wir die Meute abhängen mussten. Der wendet, das ist krass. So, Trikot ist deponiert, wir warten. Wir legen uns auf die Lauer. You're hiding this T-shirts from Borussia Mönchengladbach, right? Yeah, that's right. Yeah, and I think I saw one. look. Yeah, he's running. I'm here for the game tonight in Köln. Romania, Belgium, and but you're not in Cologne, you're in Mönchengladbach, you know? No, I know. I came to visit, to see your beautiful city, just to see what's happening here. So, two winners. I saw it, but I left it for you. Oh, thank you so much. You're a bigger fan than I am. Congratulations, herzlichen Glückwunsch. Danke. Du warst ein bisschen schneller als die anderen. Du warst der Allerschnellste. Da kommen die. Hilfe. Noch ein paar Grüße, die rausgehen an die Community, was die Jagd betrifft heute, die große Borussia-Trikot-Jagd. Ja, ich glaube, einfach ein bisschen durch die Gegend laufen, gute Laune haben und dann, vielleicht hat man Glück. Dann sind wir so rum und er kam uns entgegen und musste total lachen. Du warst das? Das ist geil. Hätte ich mal hier gehalten. Das war nämlich genau hier an der Ecke, wo ich gewendet habe und du bist dann rechts weg. Ich denke mal, du bist rechts auch wieder weg. Du hast uns echt verfolgt, ne? Ja, ich bin von hinten, habe ich scheinbar euch gesehen und hinterher gefahren. Aber wir waren schneller. Ja, ich muss gleich an die Verkehrsregeln halten, an die 30. Habe ich gesagt, ne? Schön an die Verkehrsregeln halten, haben wir auch gemacht. Jetzt geht's aber weiter. Ja, jetzt werden wir sehen, wo es hingeht. Genau, bis gleich. 1, 2, 3.
Ja! Wer hat Töp, Töp, Töp gemacht? Komm, du machst das jetzt vor. Du machst das vor. Doch, komm, einmal. Einmal. You know what we do at Borussia Park? You know that? Okay, our friend from Romania. You do it. Yes! Okay, ich versuche nicht mehr euch abzuhängen. Ich danke dir. Die ist 130 Kilometer gefahren, sagst du. Echt? Ja. Das nächste Trikot wartet auf euch, aber erstmal ein dickes, fettes Sorry an alle, die wir auf dem Weg durch die Stadt abgehängt haben. Aber ihr sollt das ja auch auf dem WhatsApp-Kanal von Borussia verfolgen. Deswegen gibt es jetzt einen Codesatz. Der oder diejenige, die als erstes auf mich zukommt und zu mir sagt, ja, Knippi, ich will, und zwar dieses Trikot, die bekommt es auch. Und deswegen macht euch auf den Weg hierhin. Hier gibt es sehr viele Hochzeiten, deswegen der Codesatz. Und hier gibt es auch ein paar Pfauen. Da sind wir. Wollen wir tauschen? Nee. Ja, ich glaube, das haben wir. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal darauf warte, dass jemand zu mir sagt, ja, Knippi, ich will. Ja, Knippi, ja, ich will! Wir wollen! Er hat gesagt, ja, Knippi, ich will. Also bekommt er das Trikot. Du hast uns am Grenzlandstadion abgehängt, ja, mit deinem Zickzackfahren. Dann sind wir an der Ampel an dir vorbeigefahren. Seid ihr die Viersen, ne? Ja. Ah! Entschuldigung, Sie sind ja Fan vom VfL. Zu spät. Ja, Knippi, ich will. Ich auch, aber ich habe kein Trikot mehr. Das hat er schon. Guck mal, ich habe mich heimlich in die Hochzeit reingeschmuggelt. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Vielen Dank. Seid ihr Borussia Mönchengladbach-Fans? Ja. Was wird's für eine Saison? Eine super besser, Saison. Ja, besser. Die ersten Transfers sind ja schon mal gut. Das wird gut, ja. Also ja, mindestens so gut wie eure Ehe. Ja, ja, mindestens. Gut, viel Spaß. Dankeschön. Hier habe ich gewohnt. Wir müssen ein bisschen improvisieren, die Jagd wird spannender. Also, wir teilen uns jetzt einfach auf und ihr sucht unser Social Media Team. Die stehen da, wo ihr jetzt gleich das Foto von seht. Und dann lauft ihr auf die beiden zu und sagt, ich möchte ein Trikot von dir. Und ich fahre jetzt mal weiter, mal gucken, wer wem folgt. Er war zuerst. Boah, der hat mich so genutzt im Stadion. Im Grenzlandstadion, das war echt gemein. Falsche Entscheidung getroffen. Was heißt, ich hätte hier aussteigen. Du bist mir gefolgt, nicht dem Trikot, ne? Ja, aber du hast mich nicht abgehangen. Also wir werden den ganzen Tag weiter verfolgt, das macht echt Bock. Ihr seid schon das dritte Mal da, aber leider das dritte Mal etwas zu spät. Zu dir kommen wir gleich, das ist unser Gewinner. Und Wilhelm hat unsere Finte nicht ganz durchschaut, sondern ist mir gefolgt, anstatt dem Trikot zu folgen. Das heißt, beim Fahren guckst du nicht aufs Handy, um WhatsApp-Kanal zu lesen. Sehr lobenswert. Ja, wir wollten so eine kleine Finte legen, um dann hier weiterzufahren zum Sonnenhausplatz, da wo die Esel stehen, vor Minto. Und es geht aber weiter. Und jetzt kommen wir noch mal zu dir. Wie heißt du? Max. Max, du hast sofort durchschaut, was wir vorhaben. Na, es war einfach Glück. Wir haben hier vorne gewartet. Also den ganzen Tag? Ja, seit einer Stunde oder so. Ihr habt gedacht, irgendwann kommen die schon hier vorbei. Hier im Minto ist ein Fohlenshop. Und wenn ihr das nicht gewonnen hättet, hättet ihr euch drin direkt eins gekauft. Auf jeden Fall. Okay. Danke fürs Mitmachen. Okay, wir jagen noch ein bisschen weiter. Wilhelm bekommt was. 3 Punkte in Flensburg.
Ja, von wegen. Jetzt wird es noch schwieriger, Borussia-Fans zu entkommen. Eigentlich will ich das ja gar nicht, aber heute muss ich euch natürlich entkommen. Wilhelm hat sich schon an unsere Fersen geheftet und du auch. Du kommst aus? Wesel. Wie heißt du? Dorian. Wann hast du von der Aktion erfahren? Heute Morgen irgendwann im Bett ausgeschlafen, wach geworden. Und ab nach Mönchengladbach. Und jetzt haben wir noch ein paar Stationen vor uns. Fährst du jetzt wieder nach Wesel oder heftest du dich auch an unsere Fersen? Erstmal brauche ich noch ein Trikot. Das heißt, er verfolgt uns. Okay, mal gucken, wer erster ist. Bis gleich! Fahrt ruhig vor! Schafft ihr das in 4 Minuten? Ja. Ja? Ich nehme einfach irgendein Trikot hinten raus. Okay. Oder nehmt ihr das? Nee, ich nehme ein Trikot hinten raus. Okay. Ich mache das Bild davon und schreibe, wer als erstes Günther Netzers Fuß berührt. Nee, Berti Fuchs. Berti Fuchs Fuß berührt. Okay. Und dann guckt's rechten Fuß. Wie war die Fahrt? Angenehm. Ich dachte, der gibt mal Gas. So Leute, hier in Aiken, am Aikener Markt, entstand nicht nur ein Verein, sondern da warten jetzt auch einige, die ein Trikot haben wollen. Aber die haben hoffentlich in die WhatsApp-Gruppe geguckt, denn da steht drin, was man machen muss. Ich muss natürlich noch ein Trikot rausholen. Bitte? Ich will dich heiraten. Ist leider das falsche Codewort. Ihr habt noch nicht in die WhatsApp-Gruppe geguckt. Es gibt eine neue Aufgabe, Leute. Ich will ein Kind von dir, was? Es gibt eine neue Aufgabe. Ich will ein Kind von dir, aber was anderes. Ach, hier geht's lang, Leute. Ihr könnt mir folgen. Ihr wisst aber noch nicht, was ihr tun müsst. Nein. Warte. Ihr wisst doch nicht, was ihr tun müsst. Nein. Hilfe. So, ich habe noch nicht gesehen, dass einer von euch die Aufgabe gelöst hat. Hier ist das Trikot. Ja, wir müssen den Videobeweis. Der Videobeweis. Ich hab's gesehen. Du warst als erster an Berti Vogts rechtem Fuß. Wir haben das auf Video, ne? Wir haben Videobeweis. Gucken wir nochmal an. Ein Trikot für dich. Danke. Aber ich finde trotzdem schön, dass ihr ein Kind von mir haben wollt. Das war die letzte Aufgabe. Er hat eine schöne Grätsche in der Aikener Fußgängerzone angesetzt. Wäre dir egal gewesen, ne? Ja. So, okay. Ja. Wer ist dafür, dass das Berti ist? Wer ist dafür, dass das Berti ist? So. Und wer ist dafür, dass das Berti ist? Guck mal, die sehen sich relativ ähnlich. Das ist Berti. Der Weg aus Wesel hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Ist dir nicht ein bisschen warm? Ja, aber jetzt gibt es erstmal was zu essen und zu trinken. Was denn? Weiß ich noch nicht. Meckes. Ab in die Sportsbar. Ja, von mir aus auch. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Das war ganz schön. Wir kommen doch so bescheuerte Ideen. Ach, ich selbst. Scheiße. Das ist der absolute Wahnsinn, die große Borussia-Trikotjagd durch Mönchengladbach und Umgebung. Borussia-Fans lassen sich einfach nicht abschütteln, deswegen fahre ich jetzt zurück zum Borussia-Park. Erstmal rein und dann gibt es gleich den nächsten Hinweis und die nächsten Instruktionen. Bis gleich. Das Finale. Die große Borussia-Trikotjagd, das Finale. Eins haben wir noch und das bekommt der oder diejenige, die jetzt gleich in der Nordkurve die erste Strophe plus ein Refrain von der Elf vom Niederrhein singt. Ich bin sehr gespannt. Ihr seid schon mal am richtigen Eingang. Boah, ins Mikrofon singen? Oh, nee. Dann let's go. Was heißt erste Strophe? Also muss nicht die erste sein. Eine Strophe komplett richtig plus ein Refrain. Okay. Ja, wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein. Borussia, unser Dreamteam, denn du bist unser Verein. Und geht das Spiel auch mal verloren, dann macht uns das gar nichts aus. Denn dann fahren wir zum Auswärtsspiel und machen einen drauf. Ja, wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom Niederrhein. Borussia, unser Dreamteam, denn du bist unser Verein. Und das ist dein Trikot mit dem Verein hinten drauf. Herzlichen Glückwunsch. Aus Heen. Aus Heen. Wunderbar. Wie heißt du? Lukas. Die ganze Zeit in Heen gewartet? Seit 9:30, ja.
Seit 9:30 in Heen. Warum? Kreuze geachtet. Auf der, also im Hintergrund. Ah, die waren ein bisschen verwirrend. Wir haben gesagt, achtet auf den WhatsApp-Kanal von Borussia, ja, da geben wir Hinweise. Haben wir gemacht, aber ich dachte, 7 Hinweise und dann 7 Kreuze, es waren nur 6 Kreuze, da habe ich mich schon gewundert. Aber gutes Finale für dich. Ja, hat sich gelohnt. Du hast schon ein Trikot, das heißt, er darf es tragen? Auf jeden Fall, ich hätte auch ein Trikot für meinen Bruder dann genommen, wenn ich gewonnen hätte. Ich habe auf dein Auto geachtet. Ja, aber das steht ja da hinten. Ja, ja, ich habe aber darauf geachtet, ob du wieder einsteigst. Ja. Bin ich nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch an unsere Gewinner. Danke, dass ihr mitgemacht habt bei der großen Borussia Trikotjagd. Jetzt können wir auch noch jemanden grüßen. Ja, ich grüße meine Mama. Grüß Sammy, Frieda und Elsa. Grüß der Gladbach, wenn den es gibt. So. Und ich grüße euch und sage danke, dass ihr mitgemacht habt. Tschüss.